Hallo alle zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich dachte mir, ich mache heute wieder mal ein Tutorial und zwar diesmal darüber, wie man sich am Gletscher zu einer Seilschaft zusammenschließt und wie man diese Seilschaft aufbaut. Worum wird es also in diesem Video gehen? In diesem Video wird es darum gehen, im Prinzip, wie man, wenn man einen Gletscher überqueren will, wenn man auf einem Gletscher laufen will, sich mit dem Seil zusammenhängt, wie man das in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen macht und am Ende auch, wann es sinnvoll ist, das zu machen und wann es vielleicht keinen Sinn macht, das zu machen. Worum es jetzt in diesem Video erstmal nicht geht, ist Spaltenbergung. Das ist ja im Prinzip einfach eine Folge davon, wie man oder dass man sich zusammengebunden hat. Da werde ich aber vielleicht mal ein gesondertes Tutorial drüber machen. Ehrlich gesagt ist das Thema auch relativ komplex und es gibt da recht viel zu erklären. Aber das wird es auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video geben. Warum bindet man sich auf einem Gletscher mit einem Seil aneinander? Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum man sowas tun kann. Man kann das tun, weil eine Absturzgefahr herrscht, zum Beispiel wie beim Klettern, weil ich eine steile Eisflanke habe. Man kann das aber auch tun, weil eben die Gefahr von Spalten herrscht, und zwar von Gletscherspalten. Und genau darüber möchte ich reden. Also sprich nicht, wie man zum Beispiel jetzt jemanden in einer steilen Eisflanke sichert, von einem Stand aus und der etwa zum Beispiel wie mit Eisgerät vorklettert, sondern wirklich standardmäßig, wir laufen über einen Gletscher und dabei gibt es Gletscherspalten und ja, wir wollen verhindern, dass jemand, der da reinfällt, nie wieder rauskommt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was benötigt man überhaupt, um eine Seilschaft auf einem Gletscher zu bauen? Naja, im Endeffekt benötigt jeder Teilnehmer natürlich hier erstmal einen Klettergurt. Jeder Teilnehmer benötigt entweder seinen Karabiner. Das ist jetzt hier einer, der einen Dreifachverschluss hat. Zum Beispiel, also das ist jetzt hier der Petzl Ball Lock. Es gibt aber auch den Belay Master und diverse andere. Das Besondere ist, dass man hier drei Sachen machen muss, damit er sich öffnet. Also einmal muss man den Ball reindrücken, dann muss man ihn drehen und dann muss man ihn aufdrücken. Alternativ, wenn man so einen Karabiner nicht hat, kann man auch einfach zwei normale Schraubkarabiner benutzen. Man muss sich dann ein bisschen anders einbinden oder nicht anders, da muss beim Einbinden ein bisschen was beachten. Das zeige ich euch aber nachher. Und zu guter Letzt braucht man natürlich ein Seil. Und wer sich über Seile noch nicht so informiert hat, ich habe ein Ausrüstungsvideo für Hochtouren gemacht. Da sage ich ein bisschen was zum Thema Seile. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Jetzt an der Stelle nur ganz kurz: Man kann entweder sowas nehmen, das ist ein sogenanntes Halbseil, oder man nimmt ein Einfachseil. Wie gesagt, genauere Erklärungen gibt es in dem Hochtouren-Video oder Ausrüstung für Hochtouren-Video. Hier ist es tatsächlich ausnahmsweise so, dass für das Anseilen auf dem Gletscher ein Halbseil genügt. Das heißt also, bei den niedrigen Sturzbelastungen oder niedrigen Belastungen, die bei Stürzen in Gletscherspalten auftreten, braucht es kein Einfachseil. Es braucht auch nicht zwei Stränge von einem Halbseil oder zwei Stränge von einem Zwillingsseil, um zu halten, sondern wie gesagt, ein Halbseil genügt. Vorteil von einem Halbseil ist ganz klar: Wenn ich nur eines mitnehmen muss, ist es relativ leicht. Nachteil ist damit, dass ich eigentlich keine normale vertikale Kletterei sichern kann. Also wie gesagt, Halbseil als einzelnes ist halt vielleicht nur für Gletschertouren, wo ich keine großen Kletterpassagen habe, die ich durchsichern muss. Sollte das der Fall sein, kann man doch überlegen, ob man nicht vielleicht doch lieber ein Einfachseil mitnimmt. Grundsätzlich zur Länge. Man sagt, dass für eine Dreierseilschaft 50 Meter Seil reichen. Das gilt sowohl für das Einfachseil als auch für das Halbseil. Je mehr Leute es sind, desto längeres Seil macht Sinn, wobei man natürlich ab einer gewissen Länge fragen kann, ob es nicht Sinn macht, sich in zwei Seilschaften aufzuteilen. Also ich würde jetzt sagen, Daumen mal Pi, Fünfer-Seilschaft kann noch zusammenlaufen. Wenn ihr eine Sechser-Seilschaft habt, dann, oder wenn ihr sechs Leute seid, baut ihr besser zwei Dreier-Seilschaften und nehmt entsprechend eben zwei kürzere Seile mit, anstatt ein 80-Meter-Seil zum Beispiel. Also ja. Warum wir diese Mindestlänge brauchen, das erkläre ich euch auch später, wenn wir uns genau im Detail angucken, wie wir die Seilschaft aufbauen. Jetzt einfach nur, ihr braucht ein Seil, 50 Meter reichen, 60 Meter gehen aber auch, wenn ihr nur das rumliegen habt.
Und was ihr als letztes natürlich noch braucht, ist zumindest ein gewisses Basiswissen über Knoten. Alle Knoten, die ich in dem Video hier, ja, nenne, sag ich mal, oder die ich in dem Video benutze, sind in meinem Tutorial für Knoten zum Klettern auch erklärt, wie man sie knüpft. Das heißt, ich werde das hier nicht machen, sondern ich packe euch auch unten in die Beschreibung einfach einen Link zu dem Video, wo im Prinzip ich alle Knoten erkläre, die ihr für das hier braucht. So, wie funktioniert jetzt das Anseilen tatsächlich? Stellt euch vor, ihr seid jetzt einfach früh morgens mit dem alpinen Start um 3 Uhr von der Hütte aus aufgebrochen, habt euer Seil als Seilpuppe hinten im Rucksack drin und ja, seid jetzt eine Stunde über Geröll spaziert, durch Stock und Stein und kommt jetzt am Gletscher an. Da heißt es ja jetzt erstmal anseilen. Mir ist jetzt wichtig, dass ihr erstmal das Prinzip versteht. Also für später, für die Spaltenbergung, sollte es so sein, dass sowohl der erste Mann in der Gruppe als auch der letzte Mann in der Gruppe noch Seil haben, um jemanden, der von der Gruppe in eine Spalte fällt, zu bergen. Das heißt, in unserem Kopf dritteln wir das Seil. Ein Drittel des Seiles, das erste Drittel, hat der, der als erster geht im Rucksack. Ein Drittel, das das Ende ist, hat der, der als letzter geht im Rucksack. Und alle Gruppenmitglieder verteilen sich im Prinzip auf das mittlere Drittel. Einzige Ausnahme ist hier, wenn ihr zum Beispiel in einer Fünferseilschaft geht, dann könnt ihr einfach das komplette Seil in gleiche Abstände aufteilen und euch dementsprechend einbinden. Wir bleiben jetzt aber einfach mal beispielsweise bei einer Dreierseilschaft, weil das vielleicht auch der häufigste Fall ist. Aber es funktioniert sowohl bei einer Zweierseilschaft als auch bei einer Viererseilschaft genauso. Ihr müsst dann nur ein bisschen rechnen und die Abstände ändern. Also, was machen wir? Wir nehmen das Seil an der Seilmitte und wenn ihr Glück habt, hat euer Seil eine Markierung. Mein Halbseil hat das zum Beispiel nicht, aber mein Einfachseil hat das. Darum habe ich das mal geholt, um es euch zu zeigen. So sieht die Mittenmarkierung aus. Und da nehme ich das mal und binde dann eine 8 rein. Und die 8 ist im Prinzip den ganz normalen Achterknoten, den ich auch in dem Knotenvideo erkläre. Zack, nicht zu lange. Und da ist er drin. So, Achterknoten in der Mitte des Seiles. Ihr könnt gucken, dass er schön liegt, weil den werdet ihr lange mit euch mittragen. Und dann habt ihr schon mal. So, wie geht es jetzt weiter? Na, jetzt heißt es ein bisschen rechnen. Wenn ich ein 60 Meter Seil habe, ist das mittlere Drittel 20 Meter. Ja? Das heißt, ich habe eine Person, die steht am Ende, dann kommen 10 Meter und ich habe die mittlere Person und dann kommen nochmal 10 Meter und ich habe im Prinzip die erste Person. Dann die beiden Enden des Seils sind dann auch 20 Meter und sind in den Rucksäcken verstaut. Also, das heißt, und ich mache es im Prinzip einfach immer so, dass ich dann anfange, ich habe hier die Mitte und ziehe dann einfach 1,80 Meter auf, also ich bin ungefähr 1,84 Meter groß. Mein Armabstand zwischen meinen Händen ist, wenn ich sie ausstrecke, dann ungefähr 1,84. Ziehe das fünfmal auf, dann nochmal die Hälfte und ich habe ungefähr 10 Meter. Wenn ich das gemacht habe, habe dann hier 10 Meter Seil abgezogen, hier, und mache in die Enden dann jeweils wieder Knoten rein. Ein Achter, erledigt. Zweiter Achter. Auch erledigt. So, und damit habe ich jetzt drei Anseilschlaufen. Eine mittlere, eine für den vordersten und eine für den hintersten. Und in die könnt ihr euch jetzt mit Karabinern einklicken. Wie ihr seht, es wird also nicht direkt in den Gurt eingebunden, sondern einfach mit dem Karabiner. So, und da zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. So, ihr habt also euren Klettergurt an, ihr habt hier den Achterknoten in das Seil gemacht und ihr habt hier den Karabiner. Ihr könnt das jetzt auf mehrere Arten machen. Ihr könnt den im Prinzip hier durchmachen, einmal in die Anseilschlaufe und fertig. Ist absolut vertretbar, spricht nichts dagegen, ist kein Problem. Das Einzige, was er macht, er baumelt hier so ein bisschen rum. Und da wird ein bisschen darüber gestritten, ob man das machen soll, ob man es nicht machen soll. Man kann alternativ auch das Seil einhängen und dann den Karabiner hier
durch die beiden Anseilschlaufen durchmachen. Also im Prinzip nicht durch die Schlaufe in der Mitte hier, sondern parallel zu dieser Schlaufe. Ihr müsst aber darauf achten, dass es dann hier wirklich gut durch ist. Und Verschluss zeigt dann zum Körper, damit, wenn eine Zugbelastung drauf kommt, die Zugbelastung auf die geschlossene Seite kommt. Sieht man hier. So, das ist die andere Variante. Dann baumelt das hier nicht so rum. Ist ein bisschen Geschmackssache. Ich denke, sicherheitstechnisch hat beides weder Vor- noch großartige Nachteile. Was ihr beachten müsst, wenn ihr Schraubkarabiner benutzt, die Dinger hier, dann müsst ihr die gegenläufig einhängen. Das heißt, ich hänge einen Schraubkarabiner ein, sodass der Verschluss in diese Richtung zeigt. Und ich hänge den nächsten Schraubkarabiner ein, sodass der Verschluss in die andere Richtung zeigt. Dass die also wirklich gegenläufig sind. So, seht ihr hier, der Schraubkarabiner hat seinen Verschluss hier, der Schraubkarabiner hat seinen Verschluss hier. Damit einfach, wenn das Seil irgendwie hier drüber laufen würde, nicht beide Karabiner aufgedreht werden können. Das ist so, dass die Bedenken, die man beim Schraubkarabiner hat, dass man den mit dem Seil theoretisch aufdrehen könnte. Ja, kann sein, ich habe es noch nie erlebt, aber ich denke, offizielle Ausbildungsmeinung der Alpenvereine ist, bei Schraubkarabinern immer zwei- und gegenläufig. So, und damit ist eure komplette Seilschaft im Seil eingehangen. Und als nächsten Schritt könnt ihr die verbliebenen Enden des Seils jeweils als Seilpuppe aufnehmen. Eine Seilpuppe packt der Vorderste in seinen Rucksack, eine Seilpuppe packt der Letzte in seinen Rucksack. Und dann seid ihr grundsätzlich abmarschbereit. Bei Zweierseilschaften vielleicht noch die Anmerkung, das sagt man, wenn einer der beiden ein wesentlich stärkerer Bergsteiger ist. Sprich, jetzt nicht körperlich stärker, sondern er ist erfahrener. Der eine Bergsteiger ist Bergführer und der andere Amateur. Solche Beispiele. Dann kann es sein, dass man sagt, okay, dann nimmt nur einer von den beiden das komplette Seil, weil dann hat der einfach mehr Möglichkeiten, sich selbst oder den anderen zu retten. Ist aber beim Normalgebrauch eigentlich nicht notwendig und ja, jeder kann im Prinzip der Erste und der Letzte kann einen Teil des Seils tragen. Dann nochmal kurz zu größeren Seilschaften, zu Beispiel Fünferseilschaften. Da würde man einfach sagen, okay, man nimmt das Seil und teilt es dann gleichmäßig zwischen den Seilschaftsmitgliedern auf, sprich 60 Meter Seil, keine Ahnung, der Erste packt sich 4 Meter in den Rucksack und bindet sich dann ein und dann einfach alle paar Meter kommt dann das nächste Seilschaftsmitglied. Das heißt, man braucht keine so große Reserve im Rucksack, weil man dann einfach so viele Leute dabei hat, dass man nicht, wenn jemand in eine Spalte fällt, irgendwie einen Flaschenzug bauen muss, sondern ihn einfach mit einem Mannschaftszug, das heißt, jeder zieht einfach am Seil, rausziehen kann. Das nächste Thema, nachdem wir uns im Prinzip eingebunden haben, ist vor allem bei der Zweier- und bei der Dreier-Seilschaft der Bremsknoten oder die Bremsknoten. Was sind jetzt eigentlich Bremsknoten? Also, wir stellen uns vor, unser erstes Gruppenmitglied läuft über eine Schneebrücke, die bricht ein und es fällt in eine Spalte. Wir werden automatisch, oder ich sage mal, der zweite und dritte der Gruppe werden automatisch hinterhergeschliffen, müssen dann versuchen, den Sturz des anderen zu fangen. Das macht man mit der sogenannten Liegestütztechnik. Im Prinzip versucht man auf den Bauch zu kommen und dann einfach eine Liegestützposition einzunehmen, wenn man Steigeisen anhat mit Liegestütz auf den Knien, damit die Steigeisen nicht im Schnee stecken bleiben und man sich überschlägt. Der andere hat aber auf jeden Fall einen Weg, den er fällt. Also das ist unvermeidlich. Ich denke, es ist in den seltensten Fällen möglich, einen Sturz direkt zu halten. Vor allem rechnet man ja vielleicht oft auch nicht damit. Was passiert also? Naja, wir haben dieses Seil und da hängt jetzt jemand dran. Und der fällt runter und es zieht über eine Schneekante. Und dann automatisch wird sich dieses Seil natürlich in diese Kante einfressen. Immer tiefer. Einfach weil Druck drauf ist und Reibung durchgeht, frisst sich das Seil in den Schnee. Jetzt sagt man, damit die anderen Seilschaftsmitglieder es einfacher haben, das zu halten, macht man einfach noch einen Knoten rein. So, ich mache jetzt mal kurz einen einfachen Knoten. Dann hat man nämlich eine Verdickung. Und jetzt kann sich das Seil durchziehen. Es geht immer tiefer und boop, der Knoten bremst. Und dann wird der noch vielleicht durchgerissen, aber der Sturz ist schon langsamer.
So, und das ist im Prinzip der Sinn von einem Bremsknoten. Dass man einfach zwischen den Leuten nochmal Knoten hat, die die Fallgeschwindigkeit desjenigen, der in eine Spalte gefallen ist, sei das jetzt der erste oder der letzte, dass die diese Fallgeschwindigkeit verringern und man sich leichter tut, Leute zu fangen. Auf eines sei an dieser Stelle dann noch hingewiesen, bevor wir tiefer in das Thema Bremsknoten gehen. Der Vorteil ist eben, dass es einfacher ist, den Sturz zu fangen. Nachteil, zum Beispiel gerade bei der Zweierseilschaft, wo man sich vielleicht eher selbst aus der Spalte rettet, ist, dass es die Selbstrettung erschwert. Weil man kann nicht einfach am Seil hochprusiken, sondern man muss immer wieder die Knoten überwinden, umknoten. Es braucht einfach alles ein bisschen mehr Zeit. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man guten Gewissens empfehlen, dass man bei Zweier- und Dreierseilschaften auf jeden Fall mit Bremsknoten im Seil gehen sollte. Welche Knoten benutzen wir jetzt eigentlich als Bremsknoten? Das Hauptkriterium für einen solchen Knoten ist ja eigentlich, dass er ein so groß wie möglicher Knoten ist, sprich, dass er ein so groß wie mögliches Volumen hat, damit er, wenn sich das Seil eingeschnitten hat, eben möglichst gut stecken bleibt. Und es gibt da mehrere Sachen. Also, was man machen kann, ist der sogenannte Schmetterlingsknoten. Das ist ein Knoten, der wird momentan in der Ausbildung vom Alpenverein empfohlen. Man kann ihn benutzen, es ist aber ein Knoten, den man meines Erachtens nach sonst eigentlich für nicht viel braucht. Den habe ich auch in meinem Video nicht erklärt. Der sieht einfach so aus, hat den Vorteil, dass er relativ leicht wieder aufgeht. Er ist relativ voluminös, aber wie gesagt, man muss halt nochmal einen separaten Knoten lernen. Was genauso gut funktioniert, das ist der einfache Sackstich. Den habe ich in dem Video erklärt und das ist im Prinzip der Hausfrauenknoten, den wirklich jeder kann. Einmal rum und durch. Da, Sackstich. Funktioniert auch. Ich bin der Meinung, das ist sicherheitsmäßig komplett vertretbar. Was ich nicht machen würde, ich würde keinen Achterknoten reinmachen. Alleine schon aus dem Grund, wenn ihr einen Achterknoten drin habt, ihr müsst irgendwann aus der Seilschaft raus, weil eine Kletterstelle kommt, die ihr vielleicht frei klettert ohne Seil, danach wollt ihr wieder in die Seilschaft rein und dann habt ihr einen Haufen Knoten und jeder muss erstmal wieder gucken, wo war denn sein Anseilknoten. Wenn ihr drei Achterknoten habt, ist das relativ einfach, ja, wieder herauszufinden, weil das sind die drei Knoten und nicht noch die drei Knoten jeweils dazwischen. Wie macht man jetzt also diese Bremsknoten ins Seil? Im Prinzip ist die Idee, dass man den Abstand zwischen zwei Personen, zwischen den zwei Seilschaftsmitgliedern, nicht gleichmäßig durch die Knoten unterteilt, sondern drei Knoten im mittleren Drittel wieder macht. Hat einfach den Hintergrund, dass man dem Seil erstmal ein bisschen Zeit geben möchte, sich in den Schnee oder den Firn einzugraben, bevor der erste Bremsknoten kommt. Ja, im Prinzip ist es das. Ihr sucht euch wieder die Mitte des Seils zwischen zwei Achterknoten, macht dort den ersten, dann von mir aus einen Meter nach rechts, macht ihr den nächsten, einen Meter nach links, macht ihr den nächsten und es passt. Das muss keine exakte Wissenschaft sein. Wichtig ist, dass es ungefähr in der Mitte ist, dass in beide Richtungen genug Spiel ist für das Seil, um sich einzugraben, dann habt ihr Bremsknoten drin. Soweit ist das dann auch erledigt. Mit dem Bremsknoten im Seil habt ihr dann also im Prinzip die komplette Seilschaft gebaut. Wie macht man das jetzt denn eigentlich konkret? Und das ist jetzt einfach nur meine persönliche Vorgehensweise. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr andere Inputs habt. Ich mache es immer so, wenn man am Gletscher ankommt, wird zu einem gesagt, hey, du baust die Seilschaft. Nehmen wir mal an, das bin ich, ich schnapp mir das Seil, fange an abzumessen, mache die Achterknoten rein und wenn ich das gemacht habe, währenddessen haben sich meine zwei Kollegen, die mit am Berg sind, sagen wir der Ueli und der Reinhold, währenddessen haben die beiden sich schon mal ihre Steigeisen angezogen. Dann gebe ich denen ihre Schlaufen, damit sie sich einbinden können und sage ihnen, so Jungs, die Bremsknoten. Während die beiden die Bremsknoten machen, ziehe ich mir die Steigeisen an. Im besten Falle haben die beiden auch noch mein Seilende als Seilpuppe aufgeschlossen und ich kann es im Prinzip in den Rucksack packen und wir laufen alle los. Das ist so meine Vorgehensweise, das ist das, was ich für am zeitökonomischsten halte. Und ja, am Berg, wie ihr wisst, ist Zeit einfach aus Sicherheit. Was ich jedem an der Stelle empfehlen kann und möchte, ist, dass er mit seinem Seil zu Hause einfach mal übt. Ich finde, jeder, der in einer Seilschaft mitläuft und als gleichberechtigter Partner mitläuft, jetzt nicht mit einem Führer und geführt wird, der sollte wissen, wie man eine Seilschaft baut. Und das kann man am leichtesten machen, indem man es zu Hause einfach auch übt.
ihr wisst dann ungefähr, okay, ich habe hier dieses Seil, wie oft muss ich es durch meine Arme fädeln, damit ich die 10 Meter Abstand habe? Wie viel Platz brauche ich für die Bremsknoten? Wie viel Seil muss ich vielleicht zusätzlich holen? Das sind alles so Dinge, die man mit berücksichtigt. Und wenn man das 3, 4, 5 Mal im Wohnzimmer geübt hat, dann ist es draußen am Berg wesentlich einfacher. Insofern, wie gesagt, mein Tipp, tut einfach mal zu Hause so, als müsstet ihr jetzt die Seilschaft bauen, dann wird es draußen am Gletscher wesentlich schneller gehen. Was jetzt noch eine wichtige Frage ist, wann sollte man auf eine Seilschaft verzichten? Das ist immer eine gewisse Frage von Risikoabwägung. Und ganz platt kann man sagen, man sollte darauf verzichten, in einer Seilschaft zu gehen, wenn entweder die Absturzgefahr, die Mitreißgefahr, wenn jemand stürzt, größer ist als die Spaltengefahr oder wenn zum Beispiel die Lawinengefahr größer ist als die Spaltengefahr. Heißt ganz plastisch gesehen, wenn ich eine Eisflanke habe und die ist 60 Grad steil, das heißt, ich muss mich da schon ordentlich hochpickeln, dann macht es einfach keinen Sinn oder nur sehr, sehr wenig Sinn, dort in einer normalen Seilschaft zu gehen, weil man wird in solchen Flanken seltenst irgendwelche Gletscherspalten haben, beziehungsweise wird so steil sein, dass man einfach sieht, wenn da eine Gletscherspalte kommt. Wenn ich aber falle, dann haben im Prinzip meine Seilschaftskameraden bei 60 Grad kaum eine Chance, das zu fangen. Und je steiler es wird, desto unwahrscheinlichster ist es. Also 75, 80 Grad, wenn da jemand fällt, das fängt man nicht mehr auf. Da braucht man einen Stand und da braucht man eine Sicherung. Und dann ist das wieder eine andere Sicherungsmethode. Dann läuft man nicht in Seilschaft. Und dasselbe gilt im Prinzip für die Lawinengefahr, wenn ich zum Beispiel am Freeriden bin. Und das Hauptproblem ist eher, ob ich von einer Lawine verschüttet werde, weil alle Spalten sowieso unter dickem Schnee, unter hohem Schnee verdeckt sind. So rum. Dann macht es auch keinen Sinn, sich in eine Seilschaft zu begeben, weil wenn dann einer von der Lawine mitgerissen wird oder von einem Schneebrett, dann werden die anderen, die automatisch am Seil hängen, auch alle mitgerissen. Also das haltet ihr nicht. Und ja, am Ende ist niemand mehr übrig, der vielleicht noch eine Verschüttetensuche durchführen könnte. Das sind also die Situationen, wo man im Prinzip besser darauf verzichtet, in der Seilschaft zu gehen. Wenn es zu steil wird und Mitreißgefahr ist, überlegt euch, ob ihr nicht klassisch sichern möchtet, vielleicht einen kleinen Stand bauen mit Eisschrauben oder ob ihr es einfach frei geht. Und ja, bei Lawinen gelten eh die üblichen Sicherheitsmaßnahmen, vielleicht alleine fahren etc. Das war's soweit mit dem Tutorial, wie baut man eine Seilschaft auf dem Gletscher, wann setze ich sie ein, was brauche ich für die Seilschaft. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass ich auch nochmal was hinbekomme zum Thema Spaltenbergung oder Spaltenrettung. Und das wird aber eines der nächsten Videos sein. Insofern sage ich schon mal danke fürs Einschalten. Für die, die es noch nicht getan haben, guckt doch mal auf Facebook vorbei. Es gibt eine Man and Mountain Facebook Page. Da poste ich relativ regelmäßig, was ich gerade so mache. Und auch einfach interessante Artikel, die ich irgendwo im Netz finde, sei das jetzt über irgendeine aktuelle Winterbesteigung, wie jetzt zum Beispiel gerade die läuft. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch da mal draufklickt. Ansonsten gibt es alle Neuigkeiten und ja, ich denke relativ viele Fotos, fast täglich auf Instagram. Auch da könnt ihr mal vorbeigucken. Ihr findet beide Links hier auf YouTube in der Bio von meinem Channel. Und ja, ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, ich freue mich jederzeit. Bitte postet sie gerne in die Kommentare, genauso Fragen und ja, dann sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!